Liebe Pfarrgemeinde und alle, die unsere Botschaft mit Video sehen und hören, ein herzliches Grüß Gott aus unserer Pfarrkirche am Palmsonntag. Es ist ein Palmsonntag ohne Palmprozession, ein bisschen ungewöhnlich, aber es sind die Palmbuschen wohl in der Kirche da, die Gesegneten, die werden dann im Laufe des Tages wieder geholt und in die Häuser und Wohnungen gebracht, als Zeichen der Hoffnung. Gleich zu Beginn nehmen wir heute unser gutes Lob in die Hand. Mit der Nummer 821 singen wir ein ganz besonderes Lied zum Palmsonntag. Und zwar: Jesus zieht in Jerusalem ein. Jesus zieht in Jerusalem ein. Dieses schöne Lied hat uns jetzt schon in den Palmsonntag hineinbegleitet. Vom Einzug Jesu in Jerusalem hören wir auch im Evangelium, das immer bei der Palmweihe gelesen wird. Hören wir jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Matthäus-Evangelium. Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bethphage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen,
und die ihm nachfolgten, riefen: Hosanna, dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Beim Sonntag. Mit den Zweigen in der Hand wird Jubel und Freude ausgedrückt. Menschen rufen und schreien: Hosanna in der Höhe, unser König kommt. Nicht einmal eine Woche später klingt schon ein anderer Schrei uns in den Ohren. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Spannungsfeld bewegen wir uns heute am beim Sonntag und in der kommenden Woche, in der Chorwoche. Fragen wir uns: Worüber kann ich mich so richtig freuen? Wovon oder von wem bin ich begeistert? Fragen wir uns aber auch: Wann fühle ich mich verlassen? In unserer Kirche findet man so viele Bilder und Zeichen, die besonders jetzt in der Chorwoche eine tiefere Bedeutung haben. Die Bilder sprechen für sich allein. Ohne Worte möchten wir jetzt diese Bilder miteinander betrachten. Und Stephans Orgelmusik wird uns dabei unterstützen. Einladung wird natürlich weiterhin
dass ihr jederzeit herzlich willkommen seid, dass es euch ein Zepter zu uns herbringt. Was euch vielleicht auch nur aufgefallen ist in der Heiligen Botschaft ist, dass zwei weitere schöne Gegenstände da unsere Mauer verzieren, möchte ich fast sagen. Einerseits hat unsere Kirche natürlich auch einen ganz schönen Walmbuschen gekriegt und andererseits ist da noch also eine reich verzierte Kerzen. Das ist für uns heuer die Chorwochenkerzen. Drauf findet ihr, nachher werdet ihr es dann auch noch ein bisschen näher sehen auf dem Video, ganz viele schöne Symbole, die eben wir mit der Chorwochen verbinden. Die Birgit wird jetzt unsere Chorwochenkerze entzünden und die soll jetzt in der nächsten Woche ganz besonders für unsere Bitten und Anliegen leuchten. Heute dürfen wir uns wieder von Gottes Segen stärken lassen. Gott segne und behüte uns, die Menschen, mit denen wir zusammenleben und die Menschen, von denen wir jetzt getrennt sind. Gott segne und behüte uns zu Hause und in unseren Arbeiten, im Ausnahmezustand und im Durchhalten, in Neuerfahrungen und im Fest. Es segne und behüte uns der liebende und stärkende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Am Schluss unserer Botschaft möchte ich mich herzlich bedanken bei den Mitwirkenden. Besonders danke an Michael und Stefan, der das Ganze vorbereitet und technisch dann auch wirklich umsetzt. Bedanken möchte ich mich auch ganz herzlich für die positiven und angenehmen Rückmeldungen, die in vielfacher Weise kommen. Das freut uns und motiviert uns auch in die Richtung wieder was zu tun. Sehen wir die Zeit, die wir jetzt haben, auch als Chance, dass man wieder draufkommt, was ist wirklich wichtig im Leben. Das vergisst man sehr, sehr oft. Und sind wir auch dankbar für Sachen, für so Kleinigkeiten, die man sonst so selbstverständlich hinnimmt. Jetzt kommt man teilweise drauf, dass das nicht alles so selbstverständlich ist. Sind wir für das dankbar und in dieser Dankbarkeit kann man auch, glaube ich auch, dass man gewisse Vorfreude auf Ostern spüren kann. So wünsche ich einen schönen Palmsonntag, gesegnete Chorwochen und wir glauben und wir wissen, dass am